Inmitten der buckligen Welt liegt mit ihren 2500 Einwohnern die Marktgemeinde Krumbach. Direkt im Ortszentrum befindet sich die romanische Wehrkirche zum heiligen Stephan. In Kriegszeiten war sie ein Zufluchtsort für die Bevölkerung, aber auch heute findet sie noch regen Zuspruch. Die Kirche ist heute noch der Mittelpunkt einer lebendigen Gemeinde. Wir sehen an den Bänken noch den Schmuck von der letzten Trauung. Und hier spielt sich eben alles ab, was zu einer Pfarrgemeinde gehört. Bereits im 13. Jahrhundert wurde durch die damalige Herrschaft der von Krumbachs das Schloss erbaut. Schloss Krumbach ist in den letzten Jahren als Schlosshotel umgebaut worden. Man kann hier ganz komfortabel nächtigen und vor allem man kann ganz ausgezeichneten heiraten das ganze Jahr über. Es finden über 40 Hochzeiten im Laufe des Jahres auf Schloss Krumbach statt. Und das Ambiente hier im Schloss trägt wohl das Seine zur Märchenhochzeit bei. Ein weiteres Highlight in Krumbach, der Landschaftssee, wo man joggen, spazieren gehen, Radfahren kann und vor allem auch die Natur beobachten kann. Wen die jüngere Zeitgeschichte interessiert, der kann im Freiluftmuseum in vergangenen Zeiten schwelgen. Das Museumsdorf Krumbach besteht aus 5 Gebäuden, dem Bürgerspital, dem Fuchsenhausstock, dem Schüttboden, der Mühle und dem Stadel. Und mit ein bisschen Fantasie kann der Besucher das, zumindest sehr einfache Leben der damaligen Zeit, recht gut nachvollziehen. Im Bürgerspital findet man den sogenannten Bienenmann, einen Bienenstock in Menschengestalt. Im Museumsdorf können auch edle Brände und Liköre der Region verkostet werden. Die Obst-Most-Gemeinschaft der buckligen Welt legt bei diesem Naturprodukt größten Wert auf die Qualität. Im Rahmen von Schnaps im Schloss werden alljährlich die besten Erzeugnisse prämiert. Das moderne Krumbach bietet seinen Bewohnern eine Mischung aus Klein- und Mittelbetrieben, zahlreichen Tourismuseinrichtungen, aber auch der Sport kommt nicht zu kurz. Zur Auswahl steht das großzügige Sport- und Kulturzentrum oder die herrlichen Radwander- und Mountainbike-Wege. Fixpunkt für alle Biker ist der alljährliche Mountainbike-Marathon im September. Auf dem Hof Holzer Listenbauer haben sich 3 Biobauern zusammengeschlossen und versorgen täglich 50 Schulen und Kindergärten mit Bio-Schulmilch. 2000 Becher pro Tag, wenn das kein Beweis ist, dass Gesundes auch ausgezeichnet schmeckt.